zwei Wochen auswendig lernen, den Schmarrn. Das ist übrigens nicht von mir. Ich sage immer, wenn was ein Text von jemand anders ist, alles andere ist von mir. Das ist die Ballade von den Vogelfreien in der Übersetzung von Paul Zech in den 30er Jahren. Und das ist die einzige, die man eigentlich auf Deutsch lesen kann, sage ich jetzt. Ja, ich. Ich, überall.
Man verbrachte. Wo bist du jetzt? Am Klo? Nein. Das wäre direkt dann ebenfalls versuchen würdest. Man verbrachte Albert H. im November 1921 in die Anstalt Grafeneck. Er war ein sogenannter Schüttler. Er schüttelte seine Glieder und sie ihn, auch wenn er schlief. Er war im Ersten Weltkrieg in einem Unterstand verschüttet worden und man hatte ihn erst 2 Wochen später durch Zufall ganz ausgegraben. Eine Zeit lang bildete er das übliche Straßenbild der Schüttler, die man in alten Filmen sieht, wie sie in den Ecken herumstanden und geschüttelt um Geld borgten. Und eines Tages hatte man beschlossen, in den Irrenanstalten extra kriegsversehrten Abteilungen einzurichten, um diese Schmach von den Straßen zu entfernen. Und große, neue Bettenräume eingerichtet, damit man den ganzen Herrn wird. Ganze Schwanenfedern-Gefolge von ehrgeizigen Ärzten hatten sich die Hand gereicht, um ein und das andere Experiment zu wagen, ein Gespräch, ein kalter Guss, ein elektrolytisches Bad, etwas Strom, etwas auf die Glocke. Albert H. blieb Schüttler. Die Zeit verging. Albert H. lernte Französisch und las schüttelnd Wörterbücher, denn er hatte einen Freund gefunden. François V. war ein Musiker und war durch Zufall in seine Abteilung gekommen. Er konnte aber nicht Deutsch, er war Franzose. François war ebenfalls ein Schüttler. Und sie stellten fest, dass sie mitsammen 1917 über den Fronten Weihnachten gefeiert hatten und dass sie am Christfest über die Fronten miteinander getanzt hatten und dass François Quetsche gespielt hatte und sang. Und Albert und François lernten ihre gegenseitigen Sprachen. Und ab und zu sang auch Albert H. Er hatte eine schöne Tenorstimme und François brachte ihm ein paar Griffe auf der Handorgel bei. Aber meistens sangen sie gemeinsam schmutzige Lieder im Pariser Argot über die Weiber, die man nicht braucht. Eines Tages kam jemand in Uniform. Es war eine neue Uniform. Und derjenige winkte beide nach unten. Beide stellten sich an. Und als sie hinein durften und das Gas kam, da hielten sie sich schüttelnd die Hand. Klatsche. Ja, das ist typisch deutsch, deutsche Sentimentalität. Meine Haare werden leopardenfarbig sein und meine Augen wilder als jemals zuvor. Eine Klischee aus hellblauem Nylon wird meine üppigen Formen umspielen. Und der Etagenkellner respektvoll an die Tür morsen, bevor er gesenkten Hauptes die Austern vor die Betten rollt.
Das Schild bitte nicht stören wird auf der einen Seite aus Silber sein und auf der anderen nach Gold riechen. Ich werde jetzt stehen für meinen Grabstein. Danke.